Endlich geht es heute mal nicht mehr nur um das ganze Binance Sam Bankman-Fried FTX Drama. Natürlich schauen wir uns hier auch die wichtigsten Entwicklungen an, aber es geht vor allem heute auch um ein sehr wichtiges Update beim Ripple vs. SEC Rechtsstreit, wo zum Beispiel einfach mal als Teaser Fox Business gestern berichtet hat, dass der Fall heute schon sein Ende finden soll. Es gibt interessante News zu Polygon, Cosmos, wir müssen heute mal wieder zwei Fake News dementieren und vieles mehr. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir und Leute, bevor es losgeht für all diejenigen, die jetzt auch auf den Trend aufspringen wollen, ihre Kryptos auf eine Hardware-Wallet zu packen, damit man einfach seine Private Keys selbst verwaltet und keinen Einsturz irgendeiner Börse fürchten muss. In meiner Beschreibung gibt es jetzt auch einen Affiliate-Link zu den ganzen Produkten von Ledger. Einerseits unterstützt ihr mich dadurch etwas, auf der anderen Seite finde ich es aber auch einfach extrem wichtig, eine Alternative für all diejenigen zu bieten, die ihre Coins einfach nicht auf einer Exchange halten wollen und einfach extra sicher gehen wollen. Und Ledger ist beim Thema Hardware-Wallets einfach die Nummer 1. Also schaut euch das gerne mal an, mit dem aus dem Weg, checkt auch gerne noch mit dem ersten Link in der Beschreibung die Crypto-Exchange Bitwavo an, für all diejenigen, die doch eine Börse suchen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Video. Bitcoin kann sich wieder etwas erholen und es scheint so, als würde unser grüner Supportkasten hier halten, was so die Spanne zwischen 16.000 und 17.000 Dollar ist. Für den weiteren Verlauf von Bitcoin und zum Beispiel, ob wir jetzt hier auch nochmal auf die 13.000 Dollar fallen, das hängt davon ab, wie schwerwiegend die Folgen des FTX-Crashes für den gesamten Kryptomarkt sein werden und das ist nicht ganz so einfach vorherzusagen. Der generelle Markt, wenn man zum Beispiel auf Sachen wie Gold oder den S&P 500 schaut, tendiert nämlich aktuell in die entgegengesetzte Richtung von Krypto und zwar nach oben, was uns wahrscheinlich aber auch jetzt nochmal auf Bitcoin bezogen von noch tieferen Kursen bewahrt hat. So, und dann muss ich direkt mal zwei News, die aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dementieren bzw. einfach etwas aufklären, bevor noch mehr unnötige Panik entsteht. Und es geht los mit den News, dass sich der Margin Call für MicroStrategy, das Unternehmen, was ja am meisten Bitcoin hält, bei 13.500 Dollar pro BTC befinden würde. Margin Call, für die Leute, die es nicht wissen, bedeutet einfach, dass das der Punkt wäre, an dem das Collateral von MicroStrategy nicht mehr ausreichen würde, um all ihre Löhne bzw. Darlehen zu decken. Was hier aber sehr wichtig zu verstehen ist, dass MicroStrategy immer noch die Möglichkeit hat, mehr Geld in ihre Collaterals reinzupumpen, damit sie eben nicht direkt liquidiert werden. Auf der anderen Seite ist diese News aber auch einfach komplett falsch, da sich dieser Margin Call nur auf ein einziges 205 Millionen Dollar Darlehen bezieht und MicroStrategy ja über 2 Milliarden Dollar an BTC hält. Und außerdem kursiert auch noch das Gerücht, dass Vitalik Buterin, der Ethereum-Gründer, vor zwei Tagen 3000 ETH auf Uniswap verkauft habe und bei einem Verkaufspreis von 1250,3 Dollar pro Stück sind das etwa 3,75 Millionen Dollar. Jetzt, um es ganz kurz zu machen, diese Wallet wird zwar mit dem Ethereum-Gründer in Verbindung gebracht, aber der bekannte Ethereum-Entwickler Ivan Van Ness hat bereits bekannt gegeben, dass er Buterin gefragt hat und Buterin sagte, dass es nicht seine Wallet sei. So, und mit dem aus dem Weg kurz die wichtigsten Entwicklungen beim ganzen FTX-Drama und wie immer alle Quellen in der Beschreibung, falls ihr selbst irgendetwas nachlesen wollt. Erstmal hat sich der mittlerweile ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried nun mit einer echt komischen Botschaft zu Wort gemeldet. In einem oder beziehungsweise mehreren Tweets hat er über Stunden hinweg Buchstabe für Buchstabe den Satz What happened, also was ist passiert, ausgeschrieben und wenn das nicht schon verwirrend genug wäre, als letzten Tweet schrieb er dann auch noch keine Rechtsberatung, keine finanzielle Beratung, so habe ich es in Erinnerung, aber mein Gedächtnis könnte teilweise fehlerhaft sein. Jetzt fragt mich nicht, was Sam damit genau sagen wollte, beziehungsweise sagt er ja eigentlich, dass er keine Schuld habe, weil ja nie irgendetwas Rechtsberatung war, aber wie auch immer, egal was er sagen wollte, finde ich das einfach extrem unseriös, undurchdacht, unfair gegenüber allen FTX-Nutzern und einfach extrem dreist von ihm. Was auch dreist ist, ist, dass laut einer Analyse des Crypto-Compliance-Unternehmens Argus Alameda Research Vorkenntnisse über Token, die an der FTX-Börse notiert werden sollten, nutzte, um sie vor dem öffentlichen Listing auf FTX zu kaufen und danach mit einem schönen Gewinn zu verkaufen. Es gibt wieder mal eine 2,7 Millionen Dollar Transaktion in Serum, FTX und Uniswap Token von Alameda Research in eine Wallet, die laut dem Analyseunternehmen Nansen, Sam Bankman-Fried gehört und dadurch insgesamt 89 Millionen Dollar hält und laut einem bisher noch unbestätigten Bericht eines Insiders hat die Chefin von Alameda Research erklärt, dass sie bzw. das Unternehmen geliehene Gelder für Risikoinvestitionen verwendet habe und dann FTX-Kundengelder verwendet habe, um die Kredite zurückzuzahlen, als sie dieses Jahr beim Crypto-Crash dann zurückgerufen wurden. Ob das alles so stimmt, ist wie gesagt nicht 100% bestätigt, aber es gibt einfach immer und immer mehr Anzeichen dafür, dass Alameda Research, FTX und Sam Bankman-Fried einfach
ein Riesenscam war. Dann gibt es noch kleinere News zu dem Thema, wie zum Beispiel, dass der Kryptoländer BlockFi die Gerüchte bestreitet, dass der Großteil seines Vermögens auf FTX gehalten wurde. Die Solana Foundation hat auch einen Blogbeitrag rausgehauen, wo es zwar heißt, dass sie Bargeld oder gleichwertige Vermögenswerte im Wert von nur etwa 1 Million US-Dollar auf FTX hatten, aber dass sie halt trotzdem etwa 3,24 Millionen Stammaktien von FTX Trading Ltd. sowie etwa 3,43 Millionen FTT-Token und 134,54 Millionen SRM-Token von der dezentralen Börse Project Serum hatten, wo der Wert dieser Token in wenigen Tagen von über 175 Millionen Dollar auf nur noch 35 Millionen Dollar gefallen sind, und das ist schon ein echt ordentlicher Wertverlust für die Assets der Solana Foundation. So, genug aber zum ganzen FTX-Thema. Wie gesagt, gibt es heute auch noch etwas zu einigen Altcoins, und wir fangen direkt mal mit zwei sehr bullischen News für Polygon bzw. Matic an. Einerseits haben wir eine neue Partnerschaft zwischen Polygon und der Live-Metaverse-Unterhaltungsplattform VRJam, um zusammen eine VR-basierte Arena im Metaverse namens Planet Polygon zu erschaffen. Und andererseits, vielleicht etwas anerkannter, Nike führt jetzt seine neue Web 3.0-Plattform .swoosh ein oder .swoosh, die Polygon-basierte NFT-Produkte anbieten wird. Nike ist, wie wir alle wissen, keine kleine Firma, und die Wahl, jetzt Polygon für ihr NFT-Netzwerk zu verwenden, ist auf jeden Fall eine positive Ankündigung, sowohl für Polygon als auch für den Matic-Token. Jetzt aber die wichtigsten Updates zum ganzen Ripple vs. SEC-Rechtsstreit. Und es geht damit los, dass die Richterin Torres jetzt alle Anträge auf die offizielle Einrichtung von Amicus Briefs stattgegeben hat. Bis zum 18. November 2022. Also in 3 Tagen, müssen die Blockchain Association 6 XRP-Holder, darunter auch John Deaton, Coinbase, das CCI, also Crypto Council of Innovation, Valhalla Capital, Cryptillion Payment Systems, Veridao, Reaper Financial LLC, InvestReady, NSEI und Paradigm ihre formellen Schriftsätze einreichen. Und damit kommt man auf jetzt insgesamt 16 verschiedene Amicus Briefs, 14 zur Unterstützung von XRP und 2 zur Unterstützung der SEC mit InvestReady und NSEI, also dem New Sport Economy Institute. Jetzt, während ein paar sicherlich einfach da sind, um etwas Aufmerksamkeit abzustauben, sind die meisten wirkliche Ripple Supporter, und an sich 14 gegen 2 ist einfach ein super Ergebnis und spricht auch für die allgemeine Krypto und vor allem auch die XRP Community. Jetzt beim zweiten Teil wird es aber nochmal komplett verrückt, denn Fox Business hat gestern ein Interview veröffentlicht, in dem nicht nur gesagt wurde, sondern auch stand, dass ein Ergebnis vom Ripple vs. SEC Rechtsstreit morgen bzw. dann heute erwartet wird. Hier seht ihr es, SEC vs. Ripple Settlement expected tomorrow. Jetzt, diese News wurden zwar, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, dass Leute das gepostet haben, von Ripple dementiert, und mittlerweile ist klar, das sind Fake News gewesen, und Fox Business hat selbst gesagt, dass es ein Versehen war. Aber andererseits sagen viele, dass es überhaupt keinen Weg gibt, dass das einfach ein Zufall bzw. ein Versehen war, sondern ganz klar ein Zitat Hitpiece gegen Ripple war. Und andererseits gibt es aber auch welche, zum Beispiel Blockchain Becker mit knapp 300.000 Followern auf Twitter oder Ben Armstrong mit knapp 1 Million, die sich zumindest gefragt haben, ob Fox Business diese Ankündigung nicht einfach versehentlich zu früh gebracht hat und sie irgendwie schon wissen, dass es sehr bald zu einem Ergebnis kommt. Wie auch immer, hat das für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. So, und zum Schluss wurde das Atom 2.0 Proposal jetzt offiziell abgelehnt. Es scheint so, als wäre die Herangehensweise, einfach ein riesen Proposal draus zu machen, mit all den Veränderungen nicht die richtige gewesen zu sein, auch wenn es vielleicht die schnellste gewesen wäre, und jetzt wird wahrscheinlich einfach das Feedback der Community verwendet, um daraus verschiedene kleinere Proposals zu machen, wodurch sich dieser ganze Upgrade-Prozess jetzt einfach in die Länge ziehen wird. So, Freunde, für heute war's das. Lasst dem Video gerne noch ein Like da, und dann sehen wir uns morgen wieder.